Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Horizon Zero Dawn. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich will heute noch, wie gesagt, ein paar Nebenquests zu Ende machen. Das heißt, unter anderem jetzt noch den Ring suchen da. Und ein bisschen Fleisch hier noch sammeln oder ein bisschen Heute von Tieren. Weil ich ja noch ein bisschen was ausbauen muss. Ah, vorbei. Aber ich glaube, wir haben... Ja. Wir sammeln einfach mal weiter. Bei Heilung. Kleine Zierpflanze, du wirst mir sicher helfen. Dann sind wir ja mittlerweile auf einem guten Weg. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das hier alles schaffen werde, weil bis jetzt sind ja, wir sind ja noch relativ am Anfang und die Viecher sind schon relativ schwer. Ich weiß nicht, wie ich dann wirklich diese großen Viecher töten soll. Ah, ich brauche Hasenknochen, nicht Fleisch. Ich wollte ihn eigentlich überbrücken, aber es geht ja anscheinend nicht, wenn man direkt davor steht. So, da müssen wir hin. Du läufst hier schon echt den Arsch ab, ey. Wenn ich sie nicht erschrecke, kann ich sie überbrücken. Naja, schön, dass er mir wenigstens alle Material vorbeibringt. Bin ich gut. Auffüllen kann ich mich ja eh hier gleich wieder. Das brauche ich. Finde ich schon ganz, gar nicht so schlecht, Jungs. Danke dafür. Ah, oh Gott. Und das Akro. Aber wir sind gleich da. Hey, das Gebiet ist so riesig. Da ist ein Feuer, das nehmen wir natürlich mal mit. Gebiet ist riesig, ey, das sind 600 Meter und du bist nur seit 3 Minuten nur am Laufen. Fast 4 Minuten jetzt. Gut, das kann ich gut gebrauchen.
schwierig, die Spuren auseinanderzuhalten. Aber das hier war Time. Und ein Wildschwein. Also war in die Richtung gegangen. Nicht markiert. Bornstab. Etwas steckt ihm im Hals. Okay, wir haben den Ring. Nice. Ja, das ist Times Ring. Ah. Warum auch einfach, wenn es auch kompliziert geht. So, genau. Wir kehren nicht zu Time zurück. Quests aktiv. Haupt. Nein, nein. Kehre zu Sona zurück. Das haben wir. Kehre zu Time. Findet ihr mal. Okay, die müssen wir machen. 534 Fuß. Guck mal, wie schön das aussieht, ey. Ja, der lotst dich immer wieder auf den Hauptweg zurück. Langsam wird's besser. Langsam wird's besser. Ich sag ja, wir kommen nie da an, wo wir hinwollen, ey. Oh. Da wollen wir hin. Wir sind ja schon Level 17, das sehe ich gerade, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, wenn wir alle Missionen dann gemacht haben und abgeben, werden wir allein nur durchs Abgeben als die für die Belohnung wahrscheinlich nochmal Level 18. Ah, hier war, okay, hier war das Banditenlager. Oder kriegen wir nochmal ein Level dazu, nur allein durch die Belohnung. Ah, hoffe ich doch. So. Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Das gab sicher eine Massenflucht. Hier gab es einen Kampf. Aber wer hat gewonnen? Das war doof. Geht aber wieder. Ich glaube, ich kann im Wasser nicht looten, gell? Ah, bleib doch mal hier, du Scheißfisch. Ah.
ich brauche aber... Kreten brauche ich. Egal. Ich dachte schon, wenn ich mal hier bin. Die Maschinenspuren führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschenspuren. Da lang. War gerade etwas irritiert. Oh. Kaninchenknochen, das ist genau, was ich brauche. Brauche ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr von. Wo ist denn hier ein Sägezahn? Geil, dass ich hier so Party mache. Wenn ich nah herankomme. Haha, ich hab einen Sägezahn. Ist noch jemand da? Wo ist der andere? Problem ist, du bist nicht lang über Brücke. Ah, jetzt bist du böse. Ah, okay. Was? Durch die Mauer? Wo wollte ich da fallen? Feuer magst du nicht, gell? Ganz ruhig, Porner. Können wir wieder raus? Was seid ihr eigentlich für Gestalten da oben? Komm ich denn da hoch? Könnt ihr nicht mal runterkommen, Leute? Jetzt muss ich da hochklettern, oder was? Alter. Einmal mit Profis. Wie komme ich denn da hoch? Ernsthaft jetzt, wie komme ich da hoch? Hä? Warte mal.
Da nicht. Da auch nicht. Der Luftdruck ist gefallen. Es regnet. Ja, ich will aber da hoch. Ist doch scheißegal, ob es regnet. Ah, okay. Du soll da gar nicht hoch. Die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Okay. Okay, kehre zu Dan zurück. Dann haben wir das auch. Quest. Zuflucht. Jagen für die Log. Ja, Glück. Kehre zu dem. Scheiße, das hätten wir abschließen sollen. Egal, können wir ein andermal nochmal. Wollen wir noch die verdorbene Zone machen? Was? Macht denn er? Gut, dann machen wir mal die verbotene Zone noch. Ist ja fast um die Ecke. Kann auch mit, wieder kein mit Feuer Fische fangen, ey, das geht auch. Ich brauche Kreten und kein Fleisch. Kann's doch nicht, auch nicht sein. Vielleicht, ich schätze mal, nur das eine hier wird Kreten sein. Ich hänge. Ich wegschwimme hier. Ja. Wenn ich das Fleisch wenigstens irgendwie braten könnte, um das zum Lebens-, also für zum Leben regenerieren. Ah nee, ich glaube, ich kann damit Medikits machen, oder? Ich kann da auch. Ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, ich kann damit auch Heiltränke machen. Muss gleich mal gucken.
Man kann nie zu... Genau, herstellen. Fallen und Tränke. Gesundheitstrank. Ja, klasse. Krass. Stärkungstrank ist bei... Fettes Fleisch fehlt mir. Stärkungstrank ist gar nicht so schlecht bei heftigen Kämpfen. Widerstand. Feuerwiderstand. Ich würde mal... Schockwiderstände, ich habe mal genug aufgesammelt. Eiswiderstand. Und Gegengift. So, was haben wir hier noch? Das... Ich habe so viel Scheiße mal eingesammelt, da kann ich auch mal ein bisschen was verwenden. So, ich muss jetzt nicht alles. So, Tragekapazität. Siehst du, da Outfitbeutel kann ich machen und Trankbeutel möchte ich aber machen. Dann kann ich nämlich gleich noch mal ein paar Tränke machen. Es fehlt mir fettes Fleisch. Na gut. Gut vorbereitet sein. Mensch, 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 da kommst du irgendwo um die Ecke und dann auf einmal sind schon wieder Gegner. Schlimm, schlimm, schlimm. Es ist sehr schlimm um diese Welt bestellt. Sehr hilfreich. Da müssen wir hin. Gut, mein Lieben, aber ich wollte sagen, wir machen mal hier eine Pause, weil ihr wollt jetzt bestimmt nicht sehen, wie ich da 20 Minuten hinlaufe. Vor allen Dingen, weil ich zwischendurch halt 20.000 Sachen aufheben muss, deswegen machen wir hier eine Pause. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Forza. Ich sage immer Forza Horizon, warum? Horizon Zero Dawn hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen, ciao.